Servus Leute, hier bin ich wieder mal alleine auf der Westbridge Hills Map beim Megaprojekt des Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, wie die meisten von euch wissen, bin ich ja beim sogenannten 2.0 Megaprojekt nicht dabei. Ich wollte jetzt noch sozusagen ein bisschen Revue passieren lassen, was wir alles so gemacht haben im Megaprojekt 1.0. Und dann auch noch kurz so, wie es weitergeht bei mir, wie es weitergeht mit dem Landwirtschaftssimulator. Es laggt gerade ein bisschen, aber das heißt nur beim Laufen so. Ja, ein bisschen was anschauen. Ich würde sagen, schauen wir mal am Hof, was wir so alles haben. Ich habe mir da das Safe Game bevor, der Livestream war noch gesichert. Und ja, eigentlich 118 Parts bei mir. Eine lange Zeit ist vergangen, viele Monate hat es gedauert, viele Schwierigkeiten bei mir, weil ich Privatstress gehabt habe und so weiter und so fort. Ihr habt mich begleitet und ihr habt mich seit Anfang an begleitet, halt, das war eines der ersten oder das erste Projekt, das erste richtige Projekt auf meinem Kanal, das extrem gut gelaufen ist. Und nochmal ganz kurz, schauen wir mal, was wir so alles haben. Ja, wir haben da einen Haufen Fahrzeuge gekauft gehabt. Wir haben Radlader, Rübenroder, Kartoffelroder, Rübenroder, die geilen Sachen wie die Maus und die Europa, Eurotiger und Xerion und was man noch alles haben. Wir haben so viel Zeug gehabt, wir haben einen Haufen Felder gehabt. Natürlich wäre es noch mehr gegangen, es gibt noch so viele Felder, was geben hätte, 13er Feld wäre cool gewesen, das 18er Feld hätte ich auch mal Lust gehabt. Ja, aber irgendwann muss natürlich auch ein Projekt einmal, für viele wird es dann Fahrrad oder sonst irgendwas, und es muss dann auch zu Ende sein. Ja, wieso ich dann zuletzt nachher nicht mehr aufgenommen habe, einfach das Ganze, ich habe wenig Zeit gehabt für ein Megaprojekt, ich habe da einige, wie ihr seht, natürlich mein Kanal ist ziemlich explodiert in der letzten Zeit, und da habe ich einige Verpflichtungen auch andere gehabt natürlich noch. Und aber natürlich, es wird auf jeden Fall irgendwas mit Landwirtschaftssimulator auf meinem Kanal weitergeben. Ihr seid die Ersten auf meinem Kanal gewesen und ihr werdet auch wahrscheinlich die Letzten sein, die gehen werden. Und es wird ein neues Projekt geben. Was genau, kann ich noch nicht sagen. Es wird aber nicht mehr so lange dauern, weil ich schätze, dass ich in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwas bringe. Wie ganz genau, wie das Projekt ausschauen wird, was es genau zu tun hat, was ihr vielleicht mitmachen könnt, ja, das wird die Zeit zeigen. Ich bedanke mich noch einmal an alle Zuseher, die mir die Treue geleistet haben, seit Anfang an des Megaprojekts, immer dabei meine Parts geschaut haben. Und ja, vielen Dank noch einmal und auch an den anderen Leuten, die beim Megaprojekt dabei waren. Vor allem am guten LP, dann danach Doc, RockDocs, der Dennis, dann der Dino und der Sachsen-Let's Player, obwohl ich mit den letzten zwei ja leider nicht mehr so viel aufnehmen habe können, weil einfach die Aufnahmezeiten für mich nicht gepasst haben. Und jetzt mit dem neuen Projekt leider ich nicht mehr dabei sein will oder auch kann. Und deswegen wird es da eine Änderung geben, deswegen bin ich auch nicht beim Megaprojekt 2.0 dabei. Das habt ihr natürlich alle im Livestream mitbekommen, ich war auch live dabei, immer wieder habe ich geschrieben ab und zu, und ja, es war eine schöne Zeit, aber sie ist vorüber. Und ich hoffe, euch gefallen auch meine anderen Videos, sowie meine neuen Projekte, DZ vor allem, Battlefield kommt jetzt, oder ist heute der erste Part gekommen, und so weiter und so fort. Und es wird auch wieder Landwirtschaftssimulator auf meinem Kanal geben. Ich sage noch einmal Danke und wir sehen uns in einem neuen Projekt. Ciao Leute!